So Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin Dien, herzlich willkommen. Wir sind heute beim Fazit des Elektrorollers. Mir haben viele Leute geschrieben, die sehr interessiert sind an dem Elektroroller und sich auch einen zulegen wollen. Deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir mal ein Fazit und reden wir mal ein bisschen darüber. Das ist jetzt eher ein anderes Video. Wir reden einfach mal klipp und klar. Ich mache jetzt nicht so viel Show. Wenn dich das nicht interessiert, kannst du natürlich gerne weggehen. Aber wenn du interessiert bist an einem neuen Roller oder vielleicht auch einem Elektroroller, dann bleib doch gerne bis zum Ende dabei und lass gerne solidarisch ein Like da. Das ist der Hawk 2.0 von Elektroroller Futura. Den gibt es auch nur bei Elektroroller futura.de zu kaufen. Die verkaufen den und ich kann jetzt mal mein Fazit darüber sagen. Ich bin schon alle andere Elektroroller gefahren. Das allererste, was mir auffällt, ist, er ist geil groß. Ja, ich habe ein Problem. Ich bin 1,90 fast. Ich wiege fast 100 Kilo. Und Elektroroller, vor allen Dingen die Dinger, die auch immer hier verteilt sind in der Stadt, die sind wahnsinnig klein. Ihr seht das vielleicht beim Pizzalieferanten, wenn er mit so einem Elektroroller rumfährt. Ja, die sitzen wahnsinnig groß da drauf auf so einem extrem kleinen Roller. Und bei dem finde ich das ganz schön. Der sieht aus wie ein großer Roller und der ist auch wahnsinnig groß. Ja, und das ist wahnsinnig geil. Der zweite Punkt, weil ich so schwer bin, ich habe ja gerade gesagt, ich wiege fast 100 Kilo, brauche ich natürlich auch Stärke, ich brauche Power. Und Elektroroller hat ja sowieso den Vorteil, der zieht sofort. Der verbrennt nicht, kein Verbrenner, der zieht sofort. Und bei 3000 Watt, also ein 3000 Watt Motor ist drin, ist das extrem geil. Also ich, berghoch, schaffe ich eigentlich schnell meine 50 km/h. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt viele Sachen. Display ist sehr hell. Ich brauche das jetzt nicht abzufilmen. Die Kamera hat eine Linse rüber, das spiegelt. Das Ding spiegelt auch. Es ist taghell. Brauche ich nicht abzufilmen und beweisen. Es ist so, wenn ich es sehe, ihr könnt es selber in anderen Videos sehen, wo das vielleicht mit einer besseren Kamera aufgenommen worden ist. Das Display ist sehr hell. Ich finde es extrem geil bei dem Roller. Und das ist ja das Geile am Elektroroller, die Zukunft, die Zukunft Innovation. Ich kann einfach abschließen. Hier, an- und ausmachen. Ich starte in den Roller, ohne reinzustecken. Einfach per Knopfdruck. Ist natürlich manchmal doof, wenn man den Schlüssel vergisst, den solltest du schon mitnehmen. Kannst du reinstecken, finde ich aber sehr, sehr geil. Ich finde es persönlich sehr gut. Ich weiß, wenn der abgeschlossen ist und wenn nicht, weil es ist mir auch wichtig, dass der Roller eine Alarmanlage hat. Ich bin in der Stadt und wenn ich meinen Roller an der Straße stehen lasse, man weiß nie, wäre schon schön, wenn er eine Alarmanlage hat. Hat er. Wir reden natürlich hier über einen Roller, der 2000 Euro ungefähr kostet. Also kommt natürlich darauf an, ob Angebot oder nicht. Wir sind hier bei einer Preisspanne ungefähr bei 2000 Euro. Von der Größe her, von der Power her, ist das für den Preis schon grandios. Ja, wir haben hier gute Qualitätsarbeit, würde ich sagen. Ich finde das gut stabil. Der Roller wurde nicht einmal gewaschen, der stand draußen bei Wind und Wetter. Ich bin jetzt ungefähr 500 Kilometer gefahren und der ist trotzdem top. Das Einzige, was natürlich passiert ist, ein Vogel hat drauf gekackt. Aber das kann passieren. Mein Gott, das ist nun mal so. Ja? Was ich noch gut finde beim Roller ist, wir haben hier ein extra Schloss. Schlüssel, den stecken wir rein und kommen so hier rein. Hier ist der Akku. Der Akku, ich kann ihn mal rausnehmen. Der Akku ist relativ groß, aber auch nicht zu schwer. Also es ist absolut in Ordnung. Das Ding lädst du zu Hause auf. In ungefähr 4 bis 5 Stunden ist es komplett voll. So waren unsere Erfahrungen. Und dann fährt das Ding auch. Angegeben sind 60 Kilometer. Ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nicht ganz ausprobiert. Was mir sehr wichtig ist, sehr gute Erfahrung hatte, der Roller ist bis 10% runtergefahren. Also wie ich war im Stadtverkehr und konnte bis 10% den vollen Akku, die volle Leistung ausreizen. Dann wurde er natürlich gedrosselt. Du musst dann noch ein bisschen zu schaffen, aber ich konnte das ja abschätzen. Hatte nur noch 2 Kilometer vor mir. Bin mit 25 km/h dann lenkgegurkt, waren aber nur 10%. Wie peinlich ist das, wenn du einen Elektroroller hast und bei 50% das Ding schon drosselt? Wäre ja Katastrophe, oder? Was ich persönlich sehr cool finde, ist, man kann sein Handy laden. Hier ist eine USB-Steckdose und wenn das Handy halt in der Tasche hast oder im Rucksack oder sonst was und das Kabel ist lang genug, dann kannst du halt dein Handy währenddessen laden und das ist cool, weil das kannst du zwar auch im Auto machen, aber auf dem Roller oder auf dem Motorrad nicht wirklich. Hier schon. Zum Knapp, ich habe jetzt viel mit einem heißen Brei geredet. Der Roller ist cool, der ist echt, echt gut, der hat gute Leistung, der hat auch Leistung bis ans Ende, also er entfaltet seine volle Leistung, wie gesagt, bis ungefähr 10%. Können auch ein Tick weniger sein, liegt natürlich immer von allen möglichen ab. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, die Verarbeitung ist gut, das Ding stand draußen bei Wind und Wetter, hat überhaupt keinen Rost, wäre auch unnormal, aber trotzdem ist es ja gut zu testen. 500 Kilometer bin ich gefahren, hatte keine Probleme, hat alles gut geklappt. Es gibt auch Verbesserungsvorschläge, denn wir hatten zum Beispiel, wir standen ein bisschen ratlos da, wie wir das Kennzeichen anbringen konnten. Ich bin direkt losgefahren, habe ein Kennzeichen angemeldet und wir waren dann hier, war nämlich das Problem, hier gibt es keine gewisse Halterung. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, mein Gott. Aber wenn ihr euch das Ding kauft, stellt euch darauf ein, dass ihr hier durchbohren müsst. Ne? Ihr braucht einen Bohrer, hier ist keine
direkte Halterung mit. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mein Gott, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem, dass es gesagt sei. Also, wenn ihr das Ding kauft, ihr könnt sofort losfahren. Das Ding war sogar geladen auf 68%. Konnte es sofort testen, sofort zur Bank gefahren, Kennzeichen gefahren, geholt und losgefahren. Also, Lenkung, alles top. Ich kann da eigentlich gar nichts Negatives zu sagen. Es sind zwar natürlich nur 500 Kilometer, ich mache gerne nochmal später ein Video, wenn ich 1000 Kilometer oder 2000 geschafft habe, aber der Roller ist sehr zuverlässig und für die Preisklasse kriegst du echt Qualität, ein cooles Teil. Kann ich so sagen. Ich kann dir empfehlen, wenn du dir einen Roller kaufen möchtest, viel besser als ein Verbrenner, würde ich sagen. Also ich bin absoluter Fan von Elektro, gibt es viele Vorteile, habe ich schon in anderen Videos aufgelistet. Preisklasse ist auch top. Gibt es natürlich bei Elektroroller Futura zu kaufen. Ist der Haag 2.0. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen fertig aussehe. War heute den ganzen Tag auf Achse, auch mit dem Ding. Mega geil. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke. Ciao.